Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play GTA Online Real Soccer Version 2 ist das diesmal vom AFG Currywurst eine Karte gemacht und dabei ist natürlich auch der Currywurst hier, der Heideltraut, der liebe Tobi und der Benny und ein Spezialgast heute, der Fabian Sigismund alias Florian Silbereisen alias Battlebro alias Fabulous. Hey, hallo, hey. Herzlich willkommen. Ich habe mich zuerst erschreckt, weil es plötzlich hieß Real Soccer. Oder kann ich schon endlich mal irgendwie GTA zumindest zugucken, weil ich warte immer noch auf die PC-Version. Und was spielen sie? Real Soccer? Zocker. Na locker, Alter. Fußball na locker. Kann ja gar nicht. Ist also aber kein richtiges Zocker. Ist ein bisschen anders. Das kann am besten der Curry erklären, oder? Ja, wir haben halt zwei Teams und es gibt eine Tasche. Das ist quasi der Ball. Capture-Modus. Halt drum kämpfen. Und wie groß ist das Spielfeld? Ja, das Spielfeld ist halt wirklich ein Fußballfeld. Ach, das ist tatsächlich... Ah, okay, mehr gibt's nicht. Jetzt geht's ab. Und Tore. Okay. Go! Oh, so, die Tasche, ich werde bekloppt, er hat sie doch nicht. Nein, ich wollte angehauen. Müssen ihn. Lauf! Pass auf, der Tobi will dich abpassen. Lauf! Ja. Lauf, Falle, ich halte Benni auf! Ja! 1-0, meine Damen und Herren. Aber warte, wir müssen eine Regel feststellen. Nicht direkt alle... Auf die Fresse. Nee, ich gehe erst in meine Hälfte. Ja, ist ein bisschen wie Rugby. Nein, Tobi, warte, Tobi. Nicht nehmen. Geht auf jeden Fall, geht auf jeden Fall. Alle wieder in ihre Hälfte am besten. Ja, der macht natürlich, ne? Kannst du natürlich jetzt... Nee, das kannst du knicken. Achso, es gibt kein... Nee, das kann man leider nicht so einstellen. Ich bumm's euch, wenn er weg! So einstellen. Wo ist denn der Ball? Also, Mechanics, ich probier den zu decken. Der Tobi... Tobi, du Kleine. Das ist unser Ball. Der Tobi ist nämlich eine Frau. Der sieht aus wie die Super-Nanny. Ich hab mich Tobi, der Mafia umgebracht. Geh weg mit dir. Du Schlampe. Nein. Oh, Kleine. Was? Ja. Jawoll, 2-0. 2-0. Oh, warte, ich hab wieder richtig. Los. Ich krieg am Sack, aber richtig. Ich halt die auf, renn! Du bist da durch. Nein, der Tobi haut mich. Ohne dir. Nein, daneben. Lauf, 3-0. Nein, wir gehen die Tasche holen. Der Dennis dreht wieder. Weißt du, vorher hätte ich die Tasche eigentlich gehabt, ne? Das ist voll unfair. Oh Mann. Ja, warte mal. Ja, ich dachte, da halten sich alle dran. Es geht ein bisschen fahren und schießen und so. Und jetzt laufen sie hier und hauen sich mal. Alter, ich hab dafür habe ich mir die Eier rasiert. Und ich habe mir wieder... Ach nichts. Die Eier rasiert. Ey, kann mal jemand im Tor helfen vielleicht? Wir verlieren total. Ihr seid zu schlecht. Ey, der Maff ist doch wieder ein Wichser, ganz ehrlich. Team? Ich finde, der Fabian muss, glaube ich, in der nächsten Folge nochmal mitmachen hier. Es wird ja nichts. Und dann müsst ihr wieder nur am Auto fahren. Kleine, ja, und ein bisschen quatschen. Tobi, los! Oh, jawohl! Timmy! Ja! Ich warte jetzt. Nicht warte. Alter, wir räumen hier so ab. Wir machen die, spielen die an die Wand. Also, ein bisschen überraschend, dass das so einseitig jawohl. So läuft. Boah, wie ich euch ausgefummelt habe. Ich bin so Cristiano Ronaldo. Meine Tasche. Ja, geil. Oh. Lauf, Curry, pass auf. Was war das? Altersschwäche? Oder? Nee, der Maffmann hat mich zusammengeknüppelt. Nein, aua. Rauf! Dennis, wenn ich blöder sage, nein, ich bin tot. Teamkiller. Ich glaube, du musst hier immer ein bisschen schreien, sonst hören die anderen nicht. Das ist auch der Grund, warum ich so oft unterbreche, weißt du? Ach so. Du kommst hier sonst nicht zum Wort. Play Messi verdient. Hol ihn dir. Ich hab doch schon einen. Nein, der Tobi hat wieder. Mach ihn rein. Es laggt aber schon auch ein bisschen. Nein, Tobi. Ich glaube, es laggt ein bisschen. Ja, ein bisschen laggt. Der Tobi macht das Tor. Warum? Wir sitzen ja hier auch in den USA, muss man mal dazu sagen. Ich sitze ja hier mit dem Fabian in meinem Kleiderschrank mal wieder. Ich habe ja hier viele Hüste in meinem Kleiderschrank. Wir sitzen ja öfters hier im Kleiderschrank und spielen dann auch ganz andere Sachen. Komm her, du. Ja, aber das ist natürlich tatsächlich... Nein, der ist frei, pass auf. Wenn ich mit deutschen Jungs spielen will, dann klappt das nie so richtig. Ich glaube, er hat es nicht verstanden. Jetzt lass doch mal den Fabian reden hier. Ja, wir sollten mal ein bisschen leise sein. Hau mal kaputt. Jetzt macht er sogar noch ein Tor. Okay, schnell zur Mitte. Das gilt nicht. Entschuldigung. Aber kriegst du tatsächlich immer beim Spielen ständig auch so Nachrichten geschickt und alles? Die ganze Zeit. Das ist ja du kannst es aber auch ausstellen, ne? Ich wollte nämlich sagen. Ja, ich lasse es drinne. Alter, jetzt hat er die Tasche. Hä? Ja, die holen wir auch. Nimm. Nein, renn. Wer hat sie denn jetzt? Ich mach den Breaking Point. Ja, Ich bin auf dem Weg. Wir haben es geschafft. Oh, das war's. Jawohl. Das ging aber schnell. Ja, wir haben die Gewinner. Bayon. Auf jeden Fall Revanche. Ne, will eine Revanche? Kriegst du nicht. Geld, all das Geld. Du spielst jetzt meine Runde. Nein, ich kann das doch gar nicht. Also pass auf, hiermit schlägst du, damit boxst du und hiermit kannst du rennen mit A, Doppel A die ganze Zeit. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Warum hat der Sarah zwar eine Glatze? Wir haben alle eine Glatze gehabt.
Ja, aber ich habe hier die Krise verloren. Die Steuerung umstellen, weil ich immer investiere. Das muss Deutschland gewesen sein. Nee, das können wir nicht machen jetzt. Was? Kann man nicht? Nee, das wird voll kompliziert. Das fand ich aber im Rap Bubble so lustig. Jetzt ohne Scheiß, Freunde. Der Rap Bubble, der klickt nicht mit der linken Maus, der hat das umgestellt. Linke und rechte Maus. Das finde ich voll heftig. Ich kann mich da nicht gewöhnen. Ich habe dann auch versucht, das mit meiner rechten Hand auf seiner linken Maus zu machen. Crazy. Das geht überhaupt nicht. Und habe es dann auch mit der linken gesteuert. Ja, und dann geht's wieder. Weil du mit dem Zeigefinger wieder klickst. Da wirst du auch halbwegs bekloppt dabei. Aber der Bob ist ja eh schon halbwegs bekloppt. Ja, der ist ja durch. Das wissen wir, er ist ja King of Rap. Ja. Der ist ja schon, bei dem ist ja schon Hopfen und Malz verloren. Aber Fabian, schön, dass du mal dabei bist. Du machst ja, du machst ja hier vor allem Battlefield-Spiele, ne? Genau. Du findest das neue Hardlines. Haben wir eben gerade noch drüber gequatscht kurz. Also als Spiel ist es ja nicht schlecht. Man muss nur sagen, zum einen hat es mit Polizei und Verbrechern eigentlich relativ wenig zu tun, weil es ist halt schon ein klassisches Battlefield mit Panzern und Hubschraubern. Und zum anderen muss man halt sagen, hätten sie das nicht auch für 20 Euro als DLC verkaufen können? Mhm. Im Zweifel ja, denn man merkt sehr, das ist eigentlich Battlefield 4 mit ein paar neuen Skins und ein paar neuen Spielmodi und ein paar neuen Karten natürlich. Ja gut, aber andererseits... Gibt es denn eine Singleplayer-Kampagne? Ja, die wird es geben. Okay, das ist dann wieder vielleicht okay. Das ist dann hoffentlich sein Geld wert. Denn ich kann ehrlich gesagt die ganzen Soldaten-Singleplayer-Geschichten nicht mehr sehen, denn das ist ja doch immer das Gleiche. Und wenn du mich jetzt fragst, was passiert denn nochmal bei Battlefield 4 und was war bei Battlefield 3 und was war bei Modern Warfare und was war bei Warfighter oder was? Ich spiele das ja immer noch gerne, ne? Ganz ehrlich. Aber ich bin die Kampagnen sind alle Käse. Ich finde die super. So, wo kann ich sprinten? Also nicht alle Käse. Nee, das ist nochmal Tobi! Fabian jetzt hier am Gambeln. Guck mal her. Knapp vorbei. Denk den Tobi, der Tobi kommt zum Tor. Der läuft jetzt zickzack. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie hoch. Der Tobi hat uns draußen gespielt. Er geht davon alleine. Das ist gut. So, wo ist nochmal Case wurde abgeliefert. Und wer hat das nächste Case? Die Alchemisten. Der Loader Rider. Pass auf. Nein, der Penny hat die Tasche. Bleib mal in der Mitte. Renn ihm nicht hinterher. Bleib mal in der Mitte. Die Leute, wir brauchen einen Torwart. Oh Gott, ich denke das nächste. Jetzt haben die den Redrop. Oh Gott, die ganze Zeit zickzack. Was ist los mit euch? Ohne dir. Oh Gott. No, wir bauen, Walle, du musst doch schon Torwart machen. Wirklich schwierig. Ich bin nicht am Spielen, der Fabian spielt. So lange dauert, bis man da mal endlich mal hauen kann. So, jetzt pass auf. Das war schon weit weg. Ach, komm. Das wird so nix. Alter. Jetzt geht's los. Nee, das schaffen wir nicht. Benny, komm. Benny. Das gibt's doch nicht. Komm hier. Benny, übernimm Benny, wieder. Ich Benny, kann das nicht. Benny. Ach, komm, du kriegst halt hin, Fabius. Faul. So. Sarazar übernimmt wieder, denn ich bin dafür zu doof. Was hast du denn jetzt gemacht? Warte. Oh, ja! Stolper. Ja, man merkt aber schon, wie es laggt, weil du einfach mal ab und zu einfach mal so. Oh, jawohl, jawohl! Komm mal, ihr Blut! Was machen die denn da? Ah, ja, ich bin so. Nein! Leider. Lauf! Ah, ja, jetzt zeigen wir es euch. Nein! Burp, Mann fürs Grobe. Ja, komm. Auf einmal geht's. Wir holen das auch. Vorsicht! Alter, ich bin aus dem Spielfeld gespawnt. Bleib in der Mitte. Ja, ich weiß. Nein! Oh, ja. Wir haben einen Mann weniger, ich wurde aus dem Spielfeld gespawnt. Ich hab's. Kannst wieder reinlaufen. Probier du nochmal hier, komm. Fabian nochmal am Start hier. Ja, wir können ja gleich nochmal ein bisschen durch die Gegend düsen. Wir haben jetzt eh verloren. Doppelt, hintereinander drücken. Ah, das war's. Die haben's. Curry, komm, Curry. Au, ich lauf doch hier, lass mir. Oh, die Eier. Oh, Scheiße. Ey, Leute, es steht 1-1. Eigentlich müssen wir noch eine Revanche machen, komm. Na, 1-1 ist gut. 1-1 ist doch, sind wir doch zufrieden. Haben alle gewonnen. Lass mal hier ein bisschen Action machen auf den Straßen von Los Santos. Und dann kann der Fabian mal ein bisschen rumdüsen. Dann müssten wir eigentlich in der Ecke rumfahren, wo wir hier auch wohnen. Das wäre doch was. Genau, das haben wir ja schon ein paar Orte, kann ich dir sogar zeigen. Ah, ja, geil. Crazy, Alter. Ja, da war ich doch. Das Problem wird jetzt sein, alle wieder in eine Lobby zu kriegen. Ah, das wird ein lustiges Gesellschaftsspiel. Aber im Notfall klappt das schon irgendwie. Technisch siehst du, läuft dieses Spiel mit Raffinesse trotz einem Dreivierteljahr Entwicklung mittlerweile. Ja. Veröffentlichung, nicht mal Entwicklung. Entwicklung gab es ja noch länger. Ich meine, wir könnten natürlich auch irgendwie was anderes machen. Hier so eine kleine Minisache da. Vielleicht ein Rennen oder sowas. Ganz nett zu sehen, dass es auf der Konsole offensichtlich nicht so einfach ist alles. Hier, der Fabian ist doch der Profi am Analogstick. Der macht jetzt einen Deathmatch. Ich kann das überhaupt gar nicht. Ich kann überhaupt nicht mit Gamepad spielen. Standing ist auch lustig. Sag ich immer wieder. Komm, wir machen Last Team Standing. Unter dem Pia, Deathmatch. Ich habe, weiß noch, als ich dieses GTA 4 irgendwann mal auf einer Messe E3 oder Gamescom angespielt habe, dann hatten die da einen PC stehen, das lief auch auf dem PC, und haben mir aber das Gamepad in die Hand gedrückt. Und ich habe gesagt, seid ihr bescheuert? Da ist doch eine Maus, jetzt nehme ich auch die Maus.
Und nachdem ich dann fertig war, meinten da auch die Entwickler, okay, jetzt wissen wir auch, warum du mit der Maus spielst, denn das war ein Headshot-Massaker, aber mit dem Gamepad geht das halt gar nicht. Ich krieg das auch nicht mit dem Gamepad hin. Ich bin ein Analog-Stick-Legastheniker, nenne ich das. Ganz, aber mittlerweile ganz bin ich halbwegs brauchbar, wenigstens. Ja. Nee, aber du hier ein Auto-Aim hast. Ich habe auch gar keine Übung, von daher. Das kriegst du hier nicht. Zeig dir, wie das geht, das wird schon. So, Anzahl der Teams 2 ist gut und 10 Minuten immer noch ist eine gute Zeit, ne? Join ich da gerade? Ja, da kommst du noch. Ich hab gesagt, du brauchst eine SSD, aber das hilft ja bei der Konsole auch nichts. Ich glaube... Dennis? Ja. Denn Dennis ist irgendwie abhanden gekommen. Hallo? Der hat auch keine Lust mehr gehabt. Der hat keinen Bock mehr auf uns. Wartet jetzt auf die PC-Version wie ich. Aber da freue ich mich tatsächlich drauf. Eine der besten Ankündigungen auf der E3 dieses Jahr. Das stimmt. Obwohl, ich freue mich ja am meisten, wir waren ja zusammen auf der E3, der Fabian und ich. Wir sitzen ja auch zusammen in L.A. in meinem Kleiderschrank, wie gesagt. Das riecht sie ja auch so eigentümlich. So, das Ding ist allerdings, wir waren zusammen auf der E3, konnten uns ja einige Games reinziehen. Und ich muss sagen, Assassin's Creed 4. Ja, geil. The Division. Super geil. Uncharted 4 freue ich mich auch extrem drauf. Oh, da freue ich alle. Aber auch Rainbow Six, The Siege, das wird bestimmt auch ganz geil. Und Evolve, großer Spaß. Aber was? Ah, der Corleone redet gerade mit uns. Ja, das macht doch nichts. Ja, der Dennis ist nicht mit dabei. Wichtiger Typ, sagt er. Der Dennis hört mich noch, ne? Ja, wir hören dich noch. Gut, das ist irgendwie abgeschmiert. Ja, da muss der Dennis jetzt für den Rest der Folge noch ein bisschen strippen. Yeah. Mach ich gerade. Ohne Kamera. Mach der gerade. Extra für dich. Ich hab mir auf der Brust habe ich mir das Battle Bros Logo einrasiert. Ja, sehr geil. Nur Disney-Gamer. Ja, der Fabian muss nämlich mal ganz kurz einen Raum werfen. Oh, quatschen die alle jetzt hier, die ganzen Leute. Siehst du? Der Fabian muss mal ganz kurz einen Raum werfen. Ist ja super krass ein Battlefield, also auf dem PC. Allerdings nur. Leider nur auf dem PC, ja. Wenn er mal Bock hat, bei ein paar vernünftige Battlefield-Gameplays zu sehen und nicht nur so ein Schrott wie beim Sarazar, ja, der voll scheiße spielt, dann guckt mal einfach beim Battle Bros rein, beim Battle Bros. Battle Bros Team. YouTube.com Battle Bros Team. Aber wenn man Battle Bros in die Suche eintippt, dann sollte man das auch finden. Weißt du, was ich mich irritiert habe, dass man denkt, Battle Bros Steam. Battle Bros Steam. Ja. Gut, aber über den Namen sucht ja hoffentlich keiner. Aber Battle Bros, das findet man. Wie hießen denn deine vorigen Clans so? Das Suicide Buggy Squad, das gibt es auch immer noch. Die Jungs haben einen eigenen Kanal. Mit denen habe ich angefangen damals bei den GameStar-Tutorials für Battlefield 3 und die habe ich damals kennengelernt, beziehungsweise der ganze Name entstand auch in einem Battlefield 3-Tutorial und das ist mittlerweile, ja, sind 10 Jungs, ein bisschen weniger, den spiele ich regelmäßig und das macht auch viel Spaß. Ja, wir haben ja auch schon mal da aufgenommen. Ja, ich glaube, das war Road to Gamescom oder so. Genau, das war Road to Last Man Standing. Road to Last Man Standing. Weil wir wussten, dass wir Last Man Standing, dass wir da Battlefield 4 spielen, da haben wir das vorher schon mal geübt. Das hat nicht viel gebracht. Obwohl, eine Runde war gar nicht so scheiße. Ja, eben. Nein, nicht schlecht, ist gut. Wir können ja noch mal irgendwann zusammen spielen, das machen wir noch mal. Oh ja. Das machen wir noch mal. Der Fabian scoutet mich dann. Oh ja. Der bringt einfach was bei. Der Fabian ja eigentlich auch wirklich Offizier gewesen bei der Bundeswehr. Tatsächlich, ja. Und als wir jetzt in Las Vegas waren, war ich auf dem Schießstand. Ein bisschen rumgebolzt mit AK und M4 und MP5 und so. Ja, gibt's dann auch auf Battle Bros ein Video. Geil. Ja. Und natürlich bei The Mansion könnt ihr auch gucken, wo er zweimal Werbung gemacht ohne Ende. Ja, nice. Also, was machen wir hier? Deathmatch? Team Deathmatch? Zwei Teams? Pass auf, der Fabian. Nein, ich kann das nicht. Sprintest du? Nein, geh weg damit. Ich habe eine E-Mail bekommen, ich glaube, das hat man gehört. Spiegel Online hat getwittert. Ich hätte mal vielleicht, ich alter Profi, weißt du? Und das ist ja richtig geiles Deathmatch. Oh, die sind aber gut am Start. Oh, da liegt was. Nimm mit oder hast du schon? Tatsächlich ist das einzige Konsolenspiel, was ich jemals im Multiplayer gespielt habe, Red Dead Redemption. Denn das fand ich geil. Das fand ich so geil, dass ich gesagt habe. Ja, aber das ist ja nicht invertiert. Das kann ich, geht dann wirklich gar nicht. Pass auf, ich gucke. Siehst du schon? Ich gucke nach unten, obwohl ich nach oben gehe. Ich meine, wir können das umstellen kurz in der Option. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Keine Chance. Wie soll ich das umstellen in der Option? Ich muss immer. Ja, komm, in der Zeit wirst du dreimal gefistet. Ja, das stimmt. Aber es geht ja um Spaß. Kann man invertieren? Das könnte sein. Ist da eins höher noch? Ja, stimmt, kann man inventieren, das ist wahrscheinlich so. Muss ich nachher natürlich nur dran ändern, das wieder zurückzumachen. Also hiermit anvisieren, Schulter das und dann mit der anderen schießen, wie immer. Wie immer, sagst du mir so, ich kenne die Dinger nicht. Mehr brauchst du nicht. Und du hast ein Auto-Aim. Okay. Oh, ich habe keine Munition mehr. Damit ich aimen kann.
Der Fabian rockt jetzt mal die Hütte für mich. Hier gibt's aber jetzt nur. Da ist eine schutzsichere Weste, ne? Da kannst du in den roten Punkte Minimap. Achtung, du wirst getroffen. Und wie geht mit der Taste gehst in Deckung. Mit dir. Mit welcher? Ja. Warte. Hier gibt's halt keine Deckung gerade, so wichtig. Hier stehe ich eigentlich ganz schön. Ich weiß ja noch nicht. Welche Taste jetzt? Jetzt stehe ich gut. Warte. Muss erstmal kurz ist selber. Sag's. Zack. Fuck to me. Hä? Ah, welche Schulter oder was? Ja, ah, hier. Ah, welche ist das? Rechte Schulter. Ja, genau, rechte Schulter-Taste. Jetzt kannst du mit der linken kannst du die Waffe auswählen. Ich wollte gerade sagen, da ist eine Waffe, weggesteckt. Ja, ich war gerade ein bisschen perplex. Respawn schneller, muss ich. Ah, wenn ich. Ja, mit A drückst du. So, jetzt ist der Fabius drin, jetzt hat er die Steuerung auf Lager. Sorry, gab ein paar Komplikationen. Oh, ist das Match gleich vorbei nehmen in 3 Kills? Oh nein! Ja, stimmt. Bei Kills hätten wir bei der Killanzahl ein bisschen höher schrauben sollen. Beziehungsweise Killanzahl weg nur Minuten. Vorsicht! Komm, Fabian, du schaffst es. Ah, ja, Achtung, Auto-Aim. Jetzt. Oh, nein. Bade. Das wäre ein Kopfschuss geworden. Wär fast ein Kopfschuss geworden. Egal, wir machen das nochmal, würde ich sagen. Das war eigentlich ganz cool. Ne? Der nächste machen Folge mal, aber, oder? Würde ich sagen. Mach nochmal. Ist es schon vorbei? Nee, wir haben das 15 Minuten, Tobi. Echt? Boah, ich habe voll kein Zeitgefühl mehr. Ist ja krass. Da können wir nochmal eine neue Runde machen. Außerdem muss der Fabian jetzt auch nochmal zocken hier. Aber ich hasse es ja mit Gamepad. Ich hasse es. Ja, aber jetzt haben wir extra die Steuerung invertiert. Ne, jetzt muss er ja, durch. Es gibt ja auch so Tastaturmodule, ne? Also Tastatur und Maus für die, besonders Maus halt für die Konsole. Warum so macht Teil das denn eigentlich keiner? Du kannst ein XMG, habe ich. Das fühlt sich nicht top perfekt an, weil es einfach nicht dafür optimiert ist. Du hast nicht diese schnelle Bewegung. Es schliert dann auch immer ein bisschen nach. Und ja, ich spiele ja auch lieber. Aber es wäre für mich immer noch besser als hier das. Wobei so ein Spiel wie GTA, boah, null, wir haben eine super Statistik, wir haben keinen gekillt. Mach mal Wiederholung darunter einmal kurz. So, genau. Ist das unterm Santa Monica Pier? Das ist ja auch hier nicht allzu weit. Ja, es könnte sein. Das ist der Pedro Pier in GTA. Der Pedro Pier. Und Vespucci Beach ist Venice Beach. Ah, okay. Und wo wir hier wohnen, tatsächlich das Rockford, das Beverly Center. Ja, was da vorne ist, das Rockford Center. Ja, das gibt's genau eins zu eins. Und da wohnen wir wirklich nur ein paar Meter weg von. Ja. Also das ist schon cool. Spezielle Belohnung ab Rang 100 gibt's übrigens, wenn Rang 100 erreicht. Der ist so ein krasser 6x6, ne? Der ist auch nicht ohne. Aber den kriegst du erst ab Rang 100, ich bin jetzt 37. Okay. Ich spiele aber auch echt wenig Missionen. Also ich krieg halt nebenbei immer so ein paar Punkte. Die Jungs kennen das, ja. Die Jungs sind schon weiter teilweise. Wer ist eigentlich der höchste Rang? Was bist du, Tobi? 80? Nee, ich glaube, die Currywurst ist der höchste. 86. Ja, 86. Boah, du Süchtling. Ich habe ja immer das Problem, weil ich bei Battle Mach mal 20 ja Kills weg gerade. Mach mal 5 Minuten. Mach. Achso. Ich spiele bei Battle Bros ja nur Multiplayer-Sachen und würde aber gerne so Geschichten wie Watch Dogs oder The Witcher 3, wenn es dann rauskommt, auch oder mich gerne mal spielen. Aber ich bin halt nicht so der Singleplayer-Let's Player, beziehungsweise habe es noch nie gemacht. Aber GTA hat ja dann auch wieder Multiplayer-Modus, das heißt, den kann ich auf jeden Fall schon mal Let's Playen und vielleicht kann ich da. Ja, vielleicht machst du einfach mal mit so ein paar Runden, wenn du Bock hast. Ja, also wenn ihr dann auf PC umstellt, auf der Stelle. Ja, werden wir auf jeden Fall machen, aber es dauert ja noch wahrscheinlich bis Oktober oder November, bis die rauskommt. Irgendwie so, ja. Bis dahin haben wir schon 400 Folgen GTA abgedreht und keiner will es mehr. Keiner will es mehr, ja. Das ist das Problem von GTA auf PC, weißt du? Ja, ich meine, es ist zwar nice, aber. Ja, hinterher, aber. Ah, dafür, die es unbedingt zocken wollen, die haben sich hoffentlich die Konsole sowieso gekauft. Also ich habe es ja für beides, PC und Playstation. PC wäre schön, Xbox und Playstation. Oh, du kannst ja mal schnell die, Was? Nein. Nein, bist du der Fabian, nein. Warte. So, ich kaufe dir gerade mal die Panzerung. So, und jetzt bist du bereit zum Spielen, jetzt kannst du losgehen. Das ist dein Team, Tobinator dabei, Currywurst. Ach so, nee, mit denen möchte ich nicht. Der Heidel draußen auf der anderen Seite. Ich hab's mir auch anders vorgestellt. Der eine reibt sich schon ins Gesicht. Aber wir hatten ja coole Sachen jetzt. Das Soccer war richtig nice. Das müssen wir irgendwann nochmal spielen. Ich fand das richtig lustig. Aber für mich ist GTA halt schon Autofahren, Schießen, von daher. Ja genau, jetzt bist du ja am Schießen. Cool. Jetzt kriegst du eine Dose Schießen. Wir machen das unter dem Bier nochmal. Unter dem Bier. Und kann halt nichts treffen. Aber das werdet ihr da schon. Ach, das läuft jetzt. Du wirst deinen ersten killen. Denkt mal, schreibt doch mal in die Kommentare, gerade jetzt genau, ob der Fabian noch wen erledigen wird in dieser Session oder nicht, ob er es klarkommt. Eigentlich ist er ja ein super Spieler, aber er kann es nicht mit dem Analogstick. Und ja, mit anderen Sticks. Ja, mit den anderen Sticks bin ich gut, die kann man auch richtig anpacken. Die sind auch so Joysticks. So, ich laufe jetzt einfach mal hier. Enjoy Sticks. Ich lege jetzt einfach mal einen Haken. Oh. Kann man eigentlich immer alle Gegner auf der Minimap sehen? Ja, du siehst alle Gegner auf der Minimap. Zum immer? Nicht das heißt, immer, es gibt auch Karten. Oh, jetzt erledige den. Ja. Erledige sie. Nein, also schieß einfach. Eigentlich schieß. Nur, wenn die Krach machen. Nein, Fabian. Nein, jetzt weggerollt. Nochmal drauf. Komm, schnell, schieß. Ja, und wie kann ich nachladen? Schieß einfach, schieß. Brauchst du jetzt gar nicht. Nochmal drauf. Oh, nein. Jetzt ist er bei hinten. Oh, nein.
Wie ist denn Nachladen? Das macht der automatisch, wenn deine Knarre leer ist. Ja, aber man lädt doch taktisch nach. Brauchst du nicht hier im Spiel. Halt drauf. Zieh die Muni leer. Links ist einer. Links hinter dir. Ja, ja. Ich versuche jetzt gerade hier den mal ein bisschen... Nee. Und tot. Wir müssen doch hier irgendwo... Hier ist einfach drauf. Ja, ja. Oh. Ist das eine Kacke. Ja. Das ist ja unerträglich Kacke mit Gamepad. Ich muss es immer wieder sagen. Das macht mir auch überhaupt gar keinen Spaß. Der Fabian, der Siegesmund. Da liegt aber noch nicht gut ein. Gerade ist es ja mehr so der Verlierer. Nur gut? Willst du den mal gerade singen? Oh nein. Schau mal an. Alter, warten die Waffen her. Ja, die liegen da auch da rum. Ah, da liegen echt welche rum. Aber so, okay, so weit kommen wir ja gar nicht erst. Es war auch ganz schrecklich auf der diesjährigen E3. Oh. Alles. Oh. Auf Konsolen, ne? Auf Konsole. Ja. Ich habe ja auch Far Cry 4 auf Konsole gespielt, auch für den Menschen-Fan. Aber Alter, ich muss echt sagen, ich glaube, du hast einen erwischt. Nee. Wie kann ich denn ausweichen und rollen? Ich bin aber voll gut gerockt. Wenn du zielst, dann A drücken. X war das, ne? X, ja, genau. Okay. Wie das nochmal? Ach, das ist Hüpfen. Du sitzt genau so. Und damit bricht man das Auto-Aim, gell? Ja, bricht das Auto-Aim. Aber meistens würde ich mich gut positionieren. Zum Beispiel da. Jetzt dir da nicht, kannst du gut wegschnappen jetzt. Nochmal neu anziehen. Ich glaube, du hast ihn. Oder? Nee, immer noch nicht. Komm schon, du schaffst es. Geh in Deckung. Fuck this shit. Nein, du musst es jetzt zu Ende bringen. Ich hab keinen Bock darauf. Du musst es jetzt zu Ende bringen. Fabian, Siegesmund raged. Ich fahre jetzt Moped und dann fahre ich in eine andere Map und das Moped funktioniert nicht. Und jetzt komme ich auch hier nicht so vorbei. Mann, das ist halt wirklich nicht wahr sein, ey. Ich hab irgendwann mal bei du mir... Du schaffst es noch. Ey. Sedani ist verletzt. Komm, den haust du weg jetzt. Jetzt schieß drauf. Jetzt geh ich hin. Nochmal, der bleibt dran. Das geht aber nicht. Bleib dran, bleib einfach dran. Nicht nah bei Nachladen denken. Bleib dran, jetzt rechts. Oh, schießen, Mann. Jetzt hier. Nochmal aim, nochmal aim. Bewegt sich immer. Nein, nochmal aim. Oh, Alter, mein Gott. Das ist echt so scheiße. Es ist nicht zu fassen. Wie können sowas Leute viel und gerne spielen? Also, wir gehören alle das dazu. Aus. Wir gehören alle dazu. Das ist ja entsetzlich. Ja, es ist ein Rage-Game, auf jeden Fall. Alter, mit diesem... Oh, man muss den Kopf. Der Trick treffen. Ist neu anaimen. Nochmal neu anaimen. Mit Alter, wo ist Nachladen? Was ist nochmal Nachladen? Ich benutze das nie. Ach doch, B. Der B, ne? Da war doch eben noch einer. Keiner von uns weiß, wo man nachlädt, weil wir es alle einfach immer drauf. Ja, du kommst meistens gar nicht so weit, dass du nachladen musst. Alter, du hast auf jeden Fall daran beteiligt. Nein! Das gibt's doch nicht! Alter, das gibt's wirklich nicht. Das Spiel. Kacke, Alter, hau dich nur auf die Fresse, ey. Ich will dir ja keinen Druck machen, Fabian, aber du hast noch eine Minute, um einen Kill zu machen. Ich will keinen Kill machen, Fabian. Ich will dieses Spiel abbrechen. Fabian, du schaffst es. Alter, F4 musst du drücken. Komm, hier. Alter, der war nicht von dir, glaube ich. Jetzt kann doch nicht sein, dass von diesen vier Knöpfen keiner nachladen ist. Drück mal hier den. Ey, das darf ja wohl nicht wahr sein. Warte. Ich krieg auch nichts mehr durch. Die Schulden hier einfach draufdrücken einmal. Pass auf! Nein! Ja, jetzt schnell danach. Ja. Das ist der linke rechte Analogstick draufdrücken. Rechte Analogstick. 53 Sekunden noch, Fabian. Denkt sich sowas aus. 49. Wer denkt sich sowas aus? Wie konnten die Millionen von diesen Spielen verkaufen? Jetzt, hau den weg. Ja! Ich hör nur so einen Jubelschrei. Weiß ich gar nicht. Stimmt das? Nein, du hast ihn nicht gekriegt. Ich raste aus. Wer hat den Kill weggenommen? Wer hat den Fabian nicht geschossen? Den letzten Schuss hat er mir gegeben. Ja! Fabian, du hast es geschafft. Du hast einen Kill. Alles erreicht. 16 Sekunden, du hast es erreicht. Kann ich zum Glück endlich aufhören. Alter, wie nice. Aber schon. Alter, wie nice. Der Fabian hat es geschafft. Ja, jetzt ist mir alles egal. Egal, Noda Ryder, die Schlacht ist verloren, die haben uns richtig fett weggezogen. Aber ich für mich hab moralisch gewonnen eigentlich. Souverän hast du dich geschlagen. War schön, dass du heute dabei warst. Ja, hat auch kaum Spaß gemacht, macht aber nichts. Ich komme gerne wieder vorbei. Das nächste Mal machen wir ein Rennen, das kriegst du hin. Autofahren ginge wahrscheinlich noch. Ja, kriegen wir hin. Bis zum Aussteigen. Und natürlich herzlichen Glückwunsch an die Gewinner an dieser Stelle. Und ciao mit V, Freunde. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
Ja, Fabian, war doch eine lustige Nummer, oder? Ja. Können wir machen, ich ne? Ich schwitze jetzt echt. Willst du meine Endcut schnell abmoderieren? Komm. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und hier könnt ihr auch noch klicken. Und da gibt es noch andere Videos. Und abonnieren könnt ihr. Genau. Und Daumen. Voll geil. Und Daumen. Und geben auf Battle Bros. Übelst so. Werbung, ja. Auf Battle Bros. Würde mir gefallen, denn auf PC kann ich wirklich auch schießen und treffen. Und kann man. Das schon von Battle Bros gehört, sag mal? Ja, Battle Bros. Kennst du den Channel von Battle Bros? Ja. Ist voll nice. Voll schön. Ja, liebe Freunde, wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.